2000. Was? Nee. Was? Also ich weiß doch jetzt schon, dass die ganzen Aufnahmen verwackelt sein werden. Ja, was soll ich machen, Ella? Ja, wie lange filmst du schon? Lange. Und die Aufnahmen? Verwackelt. Ja. So geht das nicht. Was soll ich machen? Ich hab da was für dich. Und zwar das hier. Das ist der Flow Pro von Insta360. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ja. Ist schon viel besser. Also ich glaube, die Aufnahmen sind jetzt richtig gut geworden und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes und zwar gibt es heute einen Stalltag von mir mit ganz tollen Aufnahmen. Und dann würde ich sagen, let's go! Ich fühle mich richtig professionell heute hinter der Kamera. Sehr gut. Und nichts verwackelt. Ja, richtig schön. Das ist so nice. Flow. Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt als allererstes was mit Valentino. Mit dem fahren wir eine schöne Runde mit der Kutsche beim besten Wetter. Sehr schön. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Ja. Bist du gerade gestolpert? Ja. Was ist hier los, Leute? Wir haben ein paar mehr Shetties bekommen. Tom, jetzt sag mir mal bitte, welcher ist der Valentino? Der. Nein. Guck, er kommt auch schon. Das ist nicht Valentino. Der ist hier schon ein bisschen grau. Ja, vielleicht ist Valentino gealtert. Das ist übrigens eine Stute. Oh. Und ein bisschen kleiner als Valentino. Oh, vielleicht der? Oh. Der. Also, was ist das schon wieder? Hallo. Na? Ich glaube, er liebt es einfach hier auf dem Paddock. Er ist der einzige Wallach mit Paul zusammen. Wow. Candy ist schon ganz traurig, weil sie muss sich jetzt Valentino teilen. Fahren wir mit beiden Kutsche oder nur mit einem? Was musst du denn für die Show nächste Woche noch üben? Mit beiden Kutsche fahren oder mit alleine? Mit beiden. Ja, dann fahren wir mit beiden. Was hast du da eigentlich schon wieder im Haar? 14 Jahre blondes Haar. So stand er vor mir. Ja, blond. Er hat blonde Strähnchen. So, Tom, jetzt kommt die Königsdisziplin. Welcher von den Ponys ist Candy? Haha, sehr witzig, da hinten. Okay, wenn das so in dem Tempo weitergeht, dann fahren wir doch nur mit einer. Ja. Hella, ich habe gehört, dass diese Schwemme, wo du mal reingesprungen bist, ausgepumpt wird. Ja, endlich. Hella, ja. Das Teil ist so cool. Es ist einfach gleichzeitig ein Stativ. Jetzt brauche ich es nicht mal mehr halten, während du putzt, sondern ich kann es einfach hier hinstellen für faule Menschen. Dann machen wir mal ein cooles Zeitraffer. Was ist? Das ist so der Moment, wo man sich einfach denkt, warum sauen sich diese Ponys immer so ein? Überall ist Heu, überall ist Sand. Und schaut euch das mal an. Valentino hat hier, glaube ich, was Leckeres am Boden gefunden. Valentino, was ist das? Ein Stein. Fütterst du den nicht, den Arm? Nein, der kriegt nichts zu essen. Deshalb ist er ja so dünn. Candy, du siehst doch gar nichts, Mensch. So, moin. Guten Morgen. Das ist das halt für die Sturfrisur. So, so. Hallo, Candy. Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Endlich siehst du mal was, ne? Ja, nicht, dass ihr beim Kutschefahren irgendwo gegenfahrt. Ja, okay, so kann sie auch sehen. Das habe ich ja noch nie bei ihr gesehen, glaube ich. Nice. Die Kutsche ist auch schon da. Die könnte mal wieder geputzt werden. Oh, die sieht ja eingestaubt aus. Ja. Kannst du die noch einmal abwischen? Abwischen, ja, aber nicht richtig putzen. Und was ist mit diesem Fahrradkorb? Ist der hier extra? Soll man den hier noch so dran machen, dass man noch was mitnehmen kann oder was? Nicht auf dem Boden, den brauchen wir für unsere Show. Für eure Show? Ja. So, dann kommt der wieder ab. Wo ist denn ein Lappen? Du kannst dich ja einfach nehmen. Oh. Nein, du kannst einfach so eine Bürste nehmen. Okay. Na, Valentino, hast den Boden schon aufgegessen, hat geschmeckt. Deswegen haben wir auch so gutes Wetter. Ja. So, Bürste. Ah, fertig. Perfekt. So, bist du fertig? Ja, passt. Ich muss hier noch einmal kurz das Gesicht hier so ein bisschen putzen. Dann sind sie endlich wieder sauber. Hat jetzt auch echt lange gedauert. Was hat Valentino denn für ein Einhorn? Ist er nicht ein süßes Einhorn? Ja. Ein Unicorn. Hella, er ist sauber. Besser wird's nicht. Yes, noch einmal rübergehen. Und jetzt sind wir ready. Jetzt kommen auch schon die Geschirre dran, nachdem ich das hier enttüdelt habe. Ist ja wie beim Angeln. So, magst du den Schreck einmal abmachen? Lauf, Candy! Du bist frei. Ah, zu nur spät. Für eine Sekunde. Sehr schön. Was machst du eigentlich am liebsten? Kutsche fahren, reiten, springen, Dressur oder ich glaube, Bodenarbeit? Bei mir ist es so eine Mischung aus allem. Oh, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, du dürftest noch eins machen, den Rest deines Lebens. Oh, schwierig. Ich kann mich zwischen Springen und Kutsche fahren nicht entscheiden. Es geht nicht. Okay, aber die beiden Sachen machen dir am meisten Spaß. Und Halsring reiten. Und Bodenarbeit. Okay. Und ja, irgendwie alles. Also ich kann mich da wirklich nicht entscheiden. Also ich finde, der Zirkus passt am besten zu dir. Leute, ich fange an, dieses Gimbal immer mehr zu mögen. Es hat sogar einen Follow-Mode. Wenn ich mich bewege,
filmt es einfach mit. Das heißt, ich brauche bald gar nicht mehr filmen. Alter, du singst so gut. Warum steht hier Candy eigentlich frei und bewegt sich nicht? Ist es eine Statue? Es ist eine Statue. Let it be, let it be. Was soll ich sein lassen? Du singst, lass es sein, lass es sein. Nein, let it go, let it go. Okay, und lauf Candy. Candy Hella, hat der eine Parkbremse oder so? Die Bremse ist eingestellt bei Candy, schaut sie euch an. Okay, dann Freedom. Freedom. Kann es losgehen? Ich laufe erstmal nebenher. Ich kann ja jetzt richtig smoothe Aufnahmen machen. Komm, aber das war's noch nicht. Ich habe sogar noch was anderes für dich. Was denn? Und zwar eine 360-Grad-Kamera. Wie geil ist das denn? Ein langer Stab. Ein schönes Spielzeug für dich. Nice, dann mache ich hiermit ein paar Aufnahmen und spring hier hinten drauf. Sehr schön. Ach, so macht's auch Spaß. Wenn ich auch ein Spielzeug habe. Nicht nur du, die Kutsche. Ja. Damit kann ich ja von hier hinten echt so den Möhre vors Maul halten. Ja. Dann laufen die schneller. So, ich stelle jetzt den Gimbal einfach hier ab und fahre diese, wie heißt die eigentlich? Insta 360 X4 aus und mache richtig coole Aufnahmen, während wir hier Kutsche fahren. Alter, wie lang? Oh mein Gott, pass auf, dass wir nicht hier gleich im Busch hängen bleiben. Ich halte das jetzt runter zu den Pferden. Ich angel die gleich. Wow. Die Kamera sieht doch jetzt in alle Richtungen. Ja. Dann müssen sie auch den da sehen. Schaut euch den an, den Feuerwehrmann. Jetzt haben wir sozusagen eine Drohne. Das ist so cool. Bin so gespannt auf die Aufnahmen. Ich auch. Ich laufe jetzt nochmal hier neben euch her und mache ein paar Aufnahmen. Hallo Hella. Hallo. Oh, ich hänge hier gerade im Baum. Hella, was machen wir jetzt? Wir traben jetzt einfach mal an mit den Ponys. Oh, sie traben schon. Von selber. Von alleine. Sie wollten die ganze Zeit sich mal hier ein bisschen bewegen und es ist richtig warm. Es ist so warm. Es ist so heiß, einfach schon im Bauch. Bei dem Wetter und die Aufnahmen sind wirklich so, als hätte man eine Drohne dabei. Ich finde es richtig cool mit der 360-Grad-Kamera. Vor allen Dingen erschreckt sich kein Wetter. Ja, mega, mega gut. Und weil wir jetzt ja eh schon an der Weide vorbeifahren, Tom, wollte ich dich fragen, kannst du nicht meine Pferde mit reinholen? Golum und Tresenio? Immer das Gleiche. Ich dachte, du fragst jetzt, kannst du mein Punkt werden? Aber nein, kannst du meine Pferde rein? Wir sind auch schon angekommen an der Weide. Das heißt, da von Gollum hängt da und der grüne Strick. Okay. Gesundheit. Ich will jetzt noch einmal mit euch mitlaufen. Seid ihr bereit? Yay, okay, bis gleich. Bis gleich. Ich habe das Gefühl, wir sind etwas interessant. Schaut euch die ganzen Pferde an. Alle kommen, um sich das Kino hier anzuschauen mit dem Pony. Stehen alle Spalier. Wir warten hier jetzt gerade noch mal ein bisschen auf Tom, dann können wir nämlich gleich zusammen gehen. Ich habe hier jetzt einfach mal angehalten. Ja, denn anhalten ist auch immer ziemlich wichtig, das zu üben. Hella, du bist ja noch da. Ich dachte, dann können wir zusammen gehen. Du fährst, ich gehe. Also ich glaube, es wurden noch nie so coole Aufnahmen beim Pferdereinholen gemacht. Das glaube ich aber auch nicht. Die Kamera ist echt cool. Filmt die jetzt eigentlich in meine und in deine Richtung? Ja, das ist so filmt in beide Richtungen. Ich kann die Pferde auch einfach bei dir an der Kutsche anbinden. Nein, lieber nicht. Das ist ein bisschen gefährlich. Vielen Dank fürs Reinholen, Tom. Richtig gut. Wir sind jetzt auch wieder zurück am Stall und spannen jetzt die Pferdchen aus. Rein da, Gollum. In deine Box. Gut. Und Tresenio. Wenn du jetzt weggehst, dann dreht sich das mit. Hier, guck mal, Hella. Er versucht der Kamera zu entkommen. Dreht dich auch mit. Du entkommst ja jetzt nicht mehr. Hey. Hey. Warte, ich kann es auch hier die auf dem Boden. Kamera. Guck. Ja, die dreht sich nochmal nach. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ding? Sehen wir das dann in deinem Video? Ja.
Hallo. Das ist schon schmecken. Geil, ne? Hä? Das heißt, man gibt jemanden ein, der verfolgt werden soll. Und ist das ein normales Handy? Ja. Also macht das das Gerät oder das Handy? Das Gerät. Was habt ihr denn vor? Aber es wird ja normale iPhone-Kamera. So, der Zopf kommt hier noch eben raus. Und dann geht's ab nach Haus. Und dann geht's ins Haus. Oh mein Gott, das Pferd sieht tot aus. Ah, es lebt doch noch. So, was machen wir jetzt? Jetzt wollte ich gerade sagen, wir gehen zur Weide, aber Gollum ist ja schon drin. Dank dir. Dankeschön, Tom. Bitte, bitte. Und jetzt? Wir werden jetzt Gollum fertig machen, denn den möchte ich auch noch ein bisschen reiten, aber heute nur ganz entspannt. Sag nicht mit Halsring. Mit Halsring. Hast du nicht gesagt? Doch. Hallo. Er geht weg. Er hat irgendwie heute nicht so eine große Motivation. Du musst die Kutsche holen, da ist er hergekommen. Gollum, willst du nicht nochmal vor die Kutsche? Stimmt. Das ist auch schon lange her, ne? Ja, das ist richtig lange her. Aber das machen wir auch nicht mehr. Das eine Mal hat mir wirklich gereicht. Ich hatte jedes Mal eine Panikattacke, aber Mathis hat das echt gut gemacht. So, dann putzen wir dich jetzt erstmal. Hella, egal wo du dich jetzt hinbewegst, die Kamera wird dir folgen. Okay. Bisschen langsam, ne? Verschwinde mal ganz aus dem Bild. Ah, jetzt bist du weg. Mal gucken, ob er dich wiederfindet. Ja. Oh, warum denken Sie auch, was machen die da? Kein Klettverschluss? Nein. Hinten ist zwar ein Reißverschluss, aber ich muss hier vorne immer die Schnürung hier. Das sieht so kompliziert aus. Gollum ist jetzt fertig. Oh. Was auch. Ist hier komisch. Wir gehen jetzt zum Aufwärmen erstmal eine Runde raus. Da mache ich lieber mal die Trense drauf, bevor er noch wegrennt. Besser ist. Er wollte gerade gähnen. Das ist das Fieseste, wenn man das Gähnen unterbricht. Ja, das stimmt. Jetzt gähnt er da so. Hey, Gollum. So, Gollum, ein Stück vor. Dann kommt die Oma auch drauf aufs Pferd. Die Oma auf dem Ross. Irgendwie sind meine Bügel sehr kurz. Ich habe die zum Springen benutzt. Also ich bin wirklich Turniertrottel next level, weil ich nicht nur beim Turnier der Trottel bin, sondern auch im Alltag. Jeden Tag. Und dann wie viele Löcher? Mach mal 4. 1, 2, 3, 4. Wow! Auf beiden Seiten? Ja, obwohl mein eines Bein ist länger als das andere. Echt jetzt? Nein, war ein Scherz. Mega Tom. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben für Tom da. So, wow, mega. Ich will meinen Job wieder haben. Aufnahmen sind einfach so witzig von oben. Wie geil ist das? Man denkt, ich arbeite für Google und mache die Google Earth Aufnahmen. Ja, das könnte wirklich sein. Naja, aber gleich machen wir das Teil ab. Nur im Schritt. Ja. Nur im Schritt. Vor allen Dingen, damit du nicht kaputt gehst, wenn du mal runterfallen solltest. Das stimmt. Aber es sieht schon sehr witzig aus. Jetzt habe ich mir das Ganze mal umgeschnallt. Dann könnt ihr auch mal meine Perspektive beim Film sehen. Endlich. Das ist so witzig. Heute können wir so viele Perspektiven filmen wie noch nie in einem Video zuvor. Also von uns ein Video. Was sagst du zu unserem neuen Equipment? Ich finde es einfach nur cool. Vor allen Dingen ist es auch nice, wenn ich so alleine im Stall bin und bei Instagram was hochlade, dass ich einfach die Kamera mit diesem Stativ aufstellen kann und mir das einfach folgt. Dann brauche ich dich gar nicht mehr, Tom. Hast einen Follower weniger dann oder einen mehr. Zurück in der Halle und auch noch frisch gefahren, extra für dich. Richtig gut. Magst du die Trense abnehmen? Ja. Sekunde, halt. Wie geht das denn jetzt nochmal? Andere Seite. Ja, perfekt. Super. Perfekt. Während ich reite, wollte ich euch einmal erklären, wie der Insta360 Flow Pro funktioniert. Der kann erstmal ganz einfach per NFC mit eurem iPhone verbunden werden. Wir haben den Gimbal dann noch auf ein Stativ gestellt, damit er etwas erhöht ist und mich einfach optimal beim Reiten filmen kann. Und egal wie oft ich da jetzt rumreite, der dreht sich einfach immer mit um die eigene Achse, also hat eine 360-Grad-Verfolgungsfunktion, was richtig cool ist. Das Ganze funktioniert sowohl mit der ganz normalen Kamera-App vom iPhone als auch mit der Insta360-App, wo ihr dann auch die Pferdetracking-Funktion einstellen könnt. Einfach hier in der Mitte stehen und mal zuschauen, nicht mal die Kamera halten. Die dreht sich nämlich jetzt ganz von allein. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht im Bild stehe. Jetzt bekommt Gollum natürlich noch mal eine schöne Dusche. Der hat nämlich auch ordentlich geschwitzt. Es ist aber auch so warm. Du auch? Brauchst du auch eine Dusche? Ich bräuchte eventuell auch eine Dusche. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Nein, nicht im Stall. Wenn ich wieder zu Hause bin. Eine Abkühlung für Gollum. Hella, das ist fies. Es reicht. Immer darfst du nur die spaßigen Sachen machen. Ja, okay, okay. Hallo, Gollum will das nicht im Gesicht haben. Ich will's auch nicht. Hör auf.
jetzt ziehe ich ihn nochmal ab. Genauso wie dich ziehe ich jetzt gleich auch mal ab. Was ziehst du mir ab? Dein Geld aus der Tasche. Es ist so schlecht, man denkt, die Jokes werden von dir gebracht, aber nein. Du bist jetzt auch Komikerin. Ja. Woher hast du das nur gelernt? Das ist mein zweiter Job. Ach ja, jetzt geht's für ihn nochmal aufs Paddock, da kann er sich schön panieren und einsauen. Das liebt er ja. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis er liegt? Sekundenanzahl? 3, 2, 1? Ich sag 10 Sekunden. Okay, dann sag ich 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,2. Ja, ich habe richtig. 0, genau bei 0 hat er sich hingelegt. Hä, das war richtig gut. Ich kenne dein Pferd besser als du, Hella. Ich verlinke euch die coolen Produkte von Insta360. Auf jeden 360, Fall. 360, TH. Ich kann das nicht aussprechen. Zunge Insta zwischen die Zähne. 360. Richtig. Auf jeden Fall in der Infobox. Schaut da vorbei. Falls ihr keinen Job habt, der euch den ganzen Tag mit der Kamera hinterher rennt, dann könnt ihr auch coole Aufnahmen von euch selber machen. Ich werde das auf jeden Fall weiter nutzen, denn es ist echt eine richtig coole Funktion, wenn Tom mal nicht da ist. Und selbst ich werde das auch öfters mit in den Stall nehmen, weil dann kann ich mich einfach daneben stellen und zugucken. Arbeitserleichterung. Ja, wirklich. Und es filmt sogar besser gefühlt als ich, also es ist die ganze Zeit stable und smooth. Das ist echt nice. Ja. Wir können die Kamera nämlich auch drehen. Dann können wir gemeinsam das Video beenden. Gollum will auch mit dabei sein. Okay. Komm her, Kumpel. Tom wollte mich gerade so in den Arm nehmen und ich so, Gollum möchte auch dabei sein. Ich bin immer nur das dritte Rad am Wagen irgendwie. Das beschreibt hier unser Leben. Ja. Nein, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Nächste Woche ist schon die Show. Oha. Oha. Mal gucken, was dann für ein Video kommt. Bis dann. Ciao.